Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit uns beiden hier auf diesem Kanal. Sofort und versperren. Ich hab irgendwie beide. Cool. Auf jeden Fall. Nein, ist okay. So, jetzt gehen wir heute in den heutigen Daily Shop. Nee, wir machen erstmal unser Intro. So, jetzt gehen wir in den Daily Shop rein und schauen mal, was gibt's da? Da kannst du jetzt mal deine Noten dazu abgeben. Ich habe die ja gestern schon bereits abgegeben. Wie findest du denn den Rebreather? Ja, wenn du noch länger brauchst, brauchen wir 10 Minuten. 6 von 10. Nur für ein einziges. 6 von 10. 6 von 10. Ja. So, wo ist er denn? Das ist der hier, Deep Sea. So, gucken wir mal, wie da sich die Noten seit gestern entwickelt haben. Da. Nee. Was war denn das? Was hab ich denn da eingeblendet? Achso. Und welches ist das? Oh, das haben wir gar nicht vor. Doch, da. So, Deep Sea Destroyer 4,63 von 5 bei 8 Votes. So, ich finde halt hier hinten das Backpack ziemlich cool, muss ich sagen. Also das da. Nein? Gefällt dir nicht? Was findest du von der, wie hältst du die, wie gefällt dir die Kraken? Auch nicht gut. Was gibt's da für eine Note? 5 von 10 für die Kraken Eggs. Ich glaube, das ist so ziemlich die beschissenste Note, ja, die ich bis jetzt überhaupt jemals gesehen habe. Ja. 1,33 von 5 bei 3 Votes. Okay. So scheiße. Nautilus, was hältst du von dem? Sieben von 10 für den Nautilus. So, und da haben wir aktuell 3,83 von 5 bei 6 Votes. Okay. Achso, bei 6 Votes. So, dann haben wir noch den Deep Sea Dominator. Ich weiß nicht, ob du da unterscheidest jetzt zu dem anderen. Das sieht genau gleich aus. Oh Gott, okay. Deep Sea Dominator. Gucken wir mal hier rein. 3,7. Kann sowas so viele Punkte haben. Ja gut, ich habe die auch nicht so schlecht bewertet. 3,75 von 5. Du bewertest auch einen Nosebleed mit 5 von 10. Sorry. Ja, wenn er nicht schlecht aussieht. So, dann haben wir jetzt Spider Knight. Oh, ja. 10 von 10. Alter. 10 von 10 auch von mir. Wie viel hat der? Spider Knight, jetzt kommt's. Jetzt pass auf. Spider Knight, 3,93 von 5. Was? So schlecht? 3,9, das ist ja nicht schlecht. Doch. 3,93 von 5. Das ist mit einer der geilsten Skins im ganzen Game. Bei 57 Votes. Arachni. 10 von 10. Sehe ich auch so. Richtig. Arachni. Ist richtig geil. Arachni ist mega. Boah, ist das lame. 3,48 von 5. Bei 141 Votes. Sorry, der Spider-Man ist so nicht schlechter als die anderen beiden Skins da. Nö. Boah, die kaufe ich mir, Leute. Die Webbreaker? Ah, du hast heute noch gesagt, du wolltest so eine Reactive Picker, ja, oder? Ja, und die ist toll. Die passt ja. Boah, die hol ich mir. Guck, da siehst du ja diese Leuchten, die Spinnen auch. Ja. Boah, geil. Webbreaker? Also, was gibt's denn da für eine Note dann? 10 von 10. Boah, die sieht so geil aus. Die sieht so richtig fett aus. Hier 3,46 von 5 bei 13 Votes, 7 von 10. 7 von 10. Und dann hier natürlich der Hatchling. 10 von 10 für den Hatchling finde ich halt mega geil, das Ding. Ne? Der Hatchling ist cool. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Nö. Harry Potter, an die eine Folge. An die eine. Bestimmt, Leute, es erinnert gleich an die eine Folge. An die eine Folge der einen Serie. Kapitel 1, Staffel 1. Ja, sag mal, du bist doch Harry Potter-Fan, du musst doch wissen, welche Szene. Das ist doch keine Folge, es gibt keine Folgen in Harry Potter.
Als ob es Kapitel 1, Folge 1, 2, 3, 4, 5, Kapitel was? 2. Wer sagt denn das? Weil du gesagt hast, eine Folge. Ja, Folge 1. Teil 1 ist doch scheißegal, nein, wie ich es nenne. Folge ist was anderes. Ist doch scheißegal, nein, wie ich das nenne. Nein, das ist nicht, oh, Gott, Alter, du. Aber weißt du wenigstens, was ich meine? Du meinst, so Teleporter, den aus dem toten Teil kann man erschrecken. Die ganze Spinnen, ja, die ganze Spinnen. Genau. Genau, Hatchling. So, kriegt von mir auch 10 von 10, der Hatchling. Wo ist er denn? Da ist der Hatchling. Dieser Moment, wenn man auf den richtigen Tab sucht. 3,61 von 5 bei 18 Votes. Kam das eigentlich schon mal vor, dass wir so viel besser bewertet haben als die anderen? Also, dann haben wir den Raven. Auch von mir 10 von 10 für den Raven. Wir bewerten wirklich gerade alles besser, ne? Ja gut, das ist schon eigentlich ziemlich, ziemlich gut. 4,48 von 5 ist schon sehr stabil. 130 Votes. 319 Reminders, das ist schon mega. Ich habe den am 6. April 2018 gekauft. Weißt du, wo ich das weiß? Release-Datum. Ich habe sie direkt am Release-Datum gekauft. Ja. Und die habe ich mir auch direkt am Release-Datum gekauft. Ravage. Das kann ich mir noch dran erinnern. Das habe ich mir wegen den Flügeln gekauft. Ja. Den Skin habe ich nie benutzt, aber die Flügel. Wie findest du den Skin? Ja, den Skin. Skin ist halt schon. Ich sag mal so, ich habe halt bessere Skins in meinem Spin, deswegen die Flügel oder was nicht. Aber halt vom Aussehen, ich habe den auch gekauft, halt wegen Raven und Ravage. Und? 10 von 10? Ja, von mir kriegt jetzt der Ravage 9 von 10. Eins schlechter als der Raven. Weil ich den Raven finde ich doch ein bisschen geiler als den Ravage. Deswegen muss er ja nicht 9 von 10 bekommen. Der Raven ist mega krass. Ja, ist er ja auch. So, 4,32 von 5 bei 117 Votes, 348 wie mein das. So, da haben wir die Iron Beak. Boah, die ist heftig geil. Geh mal ganz auf Escape. Boah, geh mal ganz auf Escape, geh mal oben in mein Spin. Ich hab grad so eine Picke, so eine Picke auch, oder? Ja, geh mal drauf. So, runter, 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 da, zweite Spalte, vierte von rechts. Zweite Spalte von unten, vierte von rechts. Vierte von rechts, von rechts, von rechts, 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 rechts. Nein, ja, genau. Die. Ja, die, vom Legendary Frozen. Die sieht geiler aus. Weil halt dieses, oh, Schnee, noch geiler aus. Klar, die Tattoo-Ex dort, dieses Frozen-Tattoo-Ex, besser als die normale Tattoo-Ex. So, ja, ich geb der 9 von 10. 9 von 10? Ja. Ich geb der 10 von 10, ich finde die mega. Und Iron Beak, das ist diese da. Da haben wir dann tatsächlich 4,4 von 5 bei 35 Votes, 49 für 9. Und dann haben wir noch den Feathered Flyer. Ich finde den geil. 8 von 10. 8 von 10, 7 von 10. Jetzt gibt den einfach 8 von 10, dadurch, dass die coole Animation ist und durch diese Flügel. Ja, definitiv. Passt schon. 4,48 von 5 bei 21 Votes, 41 Ja, der wurde damals richtig gefeiert, als er rauskam. Der kann mit dem Raven zusammen. Den Boah, Bottom Feeder. Die wollte ich so gern haben in Season 1. Oh, ist das Gott. Das, weil die gab es schon in Season 1? Ja, oh. Bottom Feeder. Die ist so geil. Das ist, glaube ich, die. Ja, doch, ist, ja, das ist Season 1. Boah, die ist so geil. Ich bin gewesen. Ich hab mir die so gewünscht, diese Picke. Ehrlich? Ja, die war so fett. Und jetzt? Ja, jetzt habe ich halt die bessere Picke, aber ich finde trotzdem, die ist immer noch nice. Ich finde immer noch 8 von 10. Ja? Ja, ich finde die geil. Bottom Feeder 8 von 10, vom Herrn sofort, von mir kriegst du 6 von 10. Guck, da siehst du die Release-Datum Januar, 25. zu 18. Ja. Oh, am 25. Januar. Alles klar, perfekt. So, da ist er. 3,54 von 5 bei 13 Votes. Ist mir egal, 1,2. Ach, das ist kein Unterschied. Cypher. Oh, ich finde die Skin so scheiße. Cypher und diesen Circuit Breaker. So scheiße. Ich gebe der 4 von 10. 4 von 10, von mir kriegt die auch nicht mehr. Okay. Finde ich auch nicht toll. Ich weiß schon, 3, eine 0 6, von 10 gibt's heute noch. Eine 0 von 10 gibt's heute noch von mir. 3,6 von 5. Ich sehe es schon kommen, ja.
Natürlich. Oh, 10 von 10. Elektro-Shuffle 10 von 10. Ich liebe diesen Zeithand. 10 von 10 kriegt von mir auch. 9 von 10 kriegt er. 2 von 10 ist sogar. Ah, schön. 4,46 von 5 bei 28 Votes. 112 Reminders. Was sind 112 Reminders in dem Fall? Ja? Was sind Reminders in dem Fall? Reminders bedeutet, dass die Leute. Dass sie nicht kaufen wollen. Dass die erinnert werden wollen oder wenn es wieder, halt wieder im Shop ist. Also kannst Gesundheit, du kannst quasi auf der Seite kannst du sagen, hier, wenn das wieder drin ist, möchte ich gerne eine Benachrichtigung bekommen. Alles klar. So, und jetzt kommt da eine Nummer von. Ja. Richtig. Schlimm, schlimm. Der Bro. Sieht aber auch scheiße aus. Schlimm, ich finde diesen Skin absolut schlimm. Ja, da gebe ich dir recht. Also da muss ich. Es gab ja Leute, es gab ja so viele Leute, die sich den gekauft haben. Ehrlich? Ohne Scheiß, die haben sich so viele Leute haben sich den gekauft. Der sieht kacke aus. Ja, der ist am 3. November 2017 rausgekommen. Der ist so scheiße. Den finde ich schon seit Season 1 bzw. Season 2 scheiße. Der ist so schlimm. Damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich mir schon, was ist das denn? Ja. Das frage ich mich gerade auch. Sieht echt kacke aus, ja. So, 3,71 von 5 bei 21 Votes. Absolut für mich auch nicht nachvollziehbar, aber. Ja. Minus ein Stern. Na, den Pumpernickel. Urbeck aus dem Seychell. Ich mache ja kaum Bewegung, ich bewege uns beide ja irgendwie. Ich weiß, wie viel ich dir gebe. Gib du als erstes. Pumpernickel kriegt von mir 7 von 10. 7? Ja. Okay. Okay. Ich hab gedacht, dass du mehr gibst. Nö. Nee? Nö. 3,7 von 5 bei 27 Schutz. So, ja, ich finde den auch nicht schlecht, aber jetzt. Bei mir kriegen Emotes. Emotes im Normalfall nichts Schlechteres als 4 von 10. Im Normalfall kriegen nichts Schlechteres bei mir. Emotes. Ja, doch, es gab schon ein Emote, wo ich schlechte Emotes. Ja, aber ich noch nicht. Ich glaube, ich hab es. Weil ich den so schrecklich fand, dass ich mir das konnte ich mir nicht anhören. True Heart. Nein! Nee, noch nicht mal True Heart. Nee. Oh, das war dieser. Das war dieser komische ja. Techno, Hardcore, Fancy Techno. War das grausam. Ich hab davor gehockt, ich nochmal, ich hab gesagt, das kann ich nicht. Ich hab den 7 von 10 bewertet. Ich fand den richtig gut eigentlich. Ja, Leute. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ich mir diesen Emote kaufen soll und dann gleich damit richtig schön auf die Nerven gehen. Nee, dann höre ich sofort auf zu spielen. Was? Ohne Scheiß, das Ding ist so schrecklich. Echt, findest du? Ja. Ich finde das Geräusch total cool. So, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, Fortnite, Daily, Shop-News, mit mir, dem Anweis, mit dem Reinbabbler. Tiger. Tigi. Waschi. Tigi. Waschi. Tigi. Waschi. Tiki. Waschi. So. Also bis dann. Macht's gut. Ciao. Und macht's gut. Bis dann. Haut noch rein. Und tschüss. Bis zur nächsten waschigen Folge.